Vor einigen Jahrzehnten gab es eine Studie von der Uni St. Gallen. Dort hieß es, Growing Davids, Greening Goliaths. Also, das irgendwo verkürzt. Die klare Aussage ist, Engagement, Voting-Strategien sind die konkrete Strategie, die konkrete Verbesserungen bei Unternehmen auch erzielen. Interessanterweise sind alle der Panelisten im Thema Engagement auch involviert. Anstelle von längeren Eingangsstatements habe ich überlegt, wie ich denn die einzelnen Panelisten auch irgendwo mit einführe, wie sie sich am besten kurz vorstellen. Und damit habe ich sehr spezifische Fragen nach den Interviews, die ich im Vorfeld geführt habe, auch vorbereitet. Ich fange mit Herrn Remmers an und Sie haben ja erklärt, dass die Stärke von Z-Capital in Research liegt. Wie gehen Sie mit ESG-Themen um? Welche Bedeutung haben ESG-Themen bei Ihnen im Research? Und warum kamen Sie dann auch dazu, einen ESG-Fonds zu lancieren? Ja, vielen Dank. Das stimmt. Seit der Gründung von Z-Capital legen wir sehr hohen Stellenwert nur fokussiert auf Schweizer Aktien, haben eines der größten Research-Teams für die Analyse von Schweizer Aktien und seit Beginn haben wir in unseren Produkten ESG integriert in der Analyse. Wir schauen uns also schon sehr lange die Nachhaltigkeit der Unternehmen an, aus dem Glauben und Überzeugung, dass die Analyse der Nachhaltigkeit eines Unternehmens zu einem umfassenden Bild des Unternehmens führt und schlussendlich auch zu besseren Anlageentscheidungen. Jetzt zur Frage, warum haben wir einen ESG-Fonds lanciert? Zwei Gründe eigentlich sind hier zu nennen. Das erste ist unsere Überzeugung, dass Firmen, die wirklich das Thema Nachhaltigkeit ernst nehmen, wirklich was bewegen, sich die Produkte auf Nachhaltigkeit ausrichten, gut mit ihren Mitarbeitern umgehen, das sind Firmen, wo wir überzeugt sind, die auch mittelfristig an der Börse gut abschneiden werden. Also wir sehen Nachhaltigkeit als einen Werttreiber. Und der zweite Punkt ist, dass wir ein sehr authentisches und konsequentes Schweizer ESG-Produkt auf den Markt bringen wollten. Und aus dem Zweck investieren wir nur in Schweizer Firmen, wo wir als Z-Capital sagen, hey, das ist eine Firma, die agiert nachhaltig und das passt in einen ESG-Fonds. Herzlichen Dank. Dann frage ich Herrn von Sambeck. Sie setzen auf einen Index, der sich auf 7 Handlungsfelder im Bereich Nachhaltigkeit konzentriert. Zusätzlich gibt es eine Engagement-Strategie und die aktive Wahrnehmung von Stimmrechten. Also beides Aspekte, die Nachhaltigkeit auch irgendwo mit im Mittelpunkt haben. Wo sehen Sie Ihre Hauptwirkung? Ja, vielen lieben Dank für die Frage und die Einführung. Tatsächlich ist es so, dass wir uns bewusst als sehr spezialisiertes Haus einen sehr stark ethisch nachhaltigen Index für die Titelselektion ausgewählt haben für unseren neuen Publikumsfonds. Der Index selber verfügt über ein Volumen von mittlerweile 1,5 Milliarden Euro und wir sind der Überzeugung und gemäß unseren Werthaltungen, dass ethisch nachhaltige Investoren viel breiter zusammenarbeiten müssen, um tatsächlich Wirkung am Zweitmarkt erzielen zu können. Es bedarf den Schulterschluss zu anderen Partnern, zu größeren Partnern, zu Ratingagenturen, damit wir im Sinne eines Multi-Stakeholder-Ansatzes es schaffen, auch große Konzerne in wichtigen und wesentlichen Fragen zu einem Umlenken bewegen zu können. Das ist der Hintergrund, wieso wir entschieden haben, die Titelselektion in diesem Sinne auszusondieren und uns ganz bewusst auf Aktivitäten nach dem Anlageentscheid zu fokussieren und das eben auch in sehr spezialisierten Themen. Wir sind also aktiv in Themengebieten, die wahrscheinlich bei größeren Häusern momentan nicht so eine große Bedeutung haben. Stichwort Crypto-Mining-Aktivitäten oder Biodiversitätsverlust in der Gleispflege beispielsweise. Und unsere Auffassung ist es, dass wir damit es schaffen, trotz unserer verhältnismäßig kleinen Größe eine recht große Wirkung zu erzielen, indem wir Hebelwirkungen dort ansetzen, wo man auch größere Marktakteure für die Sache überzeugen kann. Vielen Dank. Dann möchte ich jetzt auf Dominik übergehen.
In der Beschreibung jetzt vom Panel habe ich von der Buy-and-Care-Strategie gelesen. Wo ist jetzt der Bezug zwischen Buy-and-Care und Impact? Ja, danke Inge. Das ist eine Strategie, die haben wir bei der Pluripicturetinie in 2006 schon angefangen zu entwickeln. Wie der Name sagt, Buy and Care, sehr nahe an Buy and Hold, gibt es einen großen Unterschied zum Buy and Hold, ist, dass wir den Impact der Investitionen schon anschauen, oder? Denn Buy ist der Impact von den Firmen und den Care ist der Impact von der Investition. Wir sind von der Überzeugung, man muss das unterscheiden. Und wenn man nur in Firmen investiert, die erneuerbare Energien generieren, das ist sehr schön, das ist sehr gut, das ist der Beiteil. Aber man muss auch als Finanzinstrument einen Impact haben, indem man, wie du es gesagt hast, Inge, durch das Engagement hauptsächlich etwas bewirken kann, ein positiver Impact. Was ich auch noch vielleicht sagen möchte, weil es die Definitionen zwischen Nachhaltigkeit und Impact ist auch noch ein bisschen undefiniert eigentlich. Wir haben eine klare Unterscheidung gemacht zwischen der Nachhaltigkeit und dem Impact, indem wir bei der Nachhaltigkeit uns ganz klar unterscheiden und schauen den Impact auf das Geschäftsmodell einer Firma. Das ist für uns als Investor richtig. Und das ist mehr so eine Risikoentscheidung, eine Risikoanalyse, die wir durchführen. Wenn wir von Impact sprechen, ist es anders. Das ist nicht das Impact auf das Geschäftsmodell, sondern das ist das Impact vom Geschäftsmodell. Und da sind die Auswirkungen dann mehr indirekt wieder einmal auf das Geschäftsmodell. Aber es ist sehr wichtig, diese zwei Sachen zu unterscheiden. Das Impact auf dem Geschäftsmodell, das ist die Nachhaltigkeit, die wir schon seit über 20 Jahren schon machen. Und jetzt neu eben auch besser und vertieft und separat analysieren den Impact vom Geschäftsmodell. Und dann kann man mit Firmen mit ganz unterschiedlichen Noten haben auf diesen beiden Ansätzen. Ja, wenn ich da vielleicht auf eine spezifische Strategie eingehe, ich kenne zum Beispiel das Thema Peace Building, was ja als eines der SDGs ja auch irgendwie definiert ist, sehr, sehr abstrakt, irgendwie scheint es nicht allzu sehr vom Finanzmarkt irgendwie zu beeinflussen zu sein. Ihr habt irgendwo eine Strategie zum Peace Building in einem Fonds umgesetzt. Kannst du da vielleicht erläutern, wie ihr da vorgeht? Ja, tatsächlich, wir waren 2018 von einer Stiftung, haben wir begegnet. Sie wollten ihren Endowment mit einer Mission investieren. Und sie haben während einem Jahr haben sie einen Fonds gesucht, der mit dem Peace-Thema umgeht. Und da haben sie nichts gefunden, oder? Weil es ist ja ein sehr schwieriges Thema. Es ist schon schwieriger, mit dem Klimawechsel einen Fonds zu führen. Also können Sie sich vorstellen, mit dem Thema Peace, Stabilität. Und mit der Buy-and-Care-Strategie haben sie verstanden, dass man auf so schwierigen Themen nur durch das Care-Teil, oder es gibt keine Firma, die das Business Model Peace haben. Das gibt es nicht. Nicht auf quotierte Art sicherlich. Aber mit dem Care-Teil, mit dem Engagement, da kann man typischerweise, das haben wir jetzt in den letzten Monaten und letzten Jahren sehr stark durchgeführt, zuerst mit Myanmar und jetzt mit Russland, die Firmen wissen nicht, wie sie mit diesen Problematik umgehen sollen. Ob sie von einer Gegend weggehen sollen, die Investitionen oder dort bleiben. Und dann helfen wir diese Portfoliofirmen in unserem Fonds zusammen mit der PeaceNexus-Stiftung, das ist diese Stiftung, die im Moment bei uns investiert haben. Ihre Expertise ist dann sehr nützlich, die Firmen zu helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen für die langfristige Zukunft der Firmen. Vielen Dank für einen kurzen Einblick. Ja, jetzt haben wir Matthias Faber hier. Im Gegensatz zu den meisten, zu den anderen Panelisten kommt er von einem großen Haus von Fontobel. Fontobel hat diverse Ansätze im Bereich Nachhaltigkeit. Wie seid ihr hier unterwegs mit eurem Team, wenn ihr das Thema Impact auch abbildet? Wo unterscheidet ihr euch? Wo geht ihr vielleicht weiter als die Kollegen, die primär ESG im Fokus haben? Danke, Inge. Ja, für alle von euch, die Fontobel nicht kennen, wir haben ja im Investmentbereich einen Boutique-Ansatz, das heißt, jede Investmentboutique ist relativ unabhängig, wie sie über ihre Investmentstrategie entscheidet. Und ich spreche hier für das Impact Investing Team, welches sich wirklich in dem Sinn von den anderen abhebt. Und ich möchte hier Dominik Danke sagen, er hat das eigentlich schon
gut aufgezeigt, was eben ESG ist. Das ist mehr das Operationelle, was hier angeschaut wird, der einzelnen Unternehmen. Und wir bei uns, wir schauen wirklich auch sehr stark auf die Produkte und Dienstleistungen, was sie für eine Wirkung erzielen für in der realen Wirtschaft. Und das ist wirklich unser Impact, den wir kombiniert mit einem systematischen Engagement noch unterstützen. Da sind wir wirklich auch als Artikel 9 unterwegs mit unseren zwei Publikumsfonds. Das ist ja das neue Thema von der EU-Regulation her. Da kriegt man verschiedene Regulatorien, die man erfüllen muss. Und wir sind hier als Artikel 9 positioniert mit unseren beiden Fonds. Merci. Damit wird zumindest mal so grob klar, wo die einzelnen Akteure stehen, was der einzelne Ansatz auch ist. Ich würde jetzt gerne in der zweiten Fragerunde mich dem Titel noch mal nähern, Impact und Governance. Und dort ist für mich schon die Frage jetzt in der Praxis, wie erlebt ihr das? Ist es wirklich so, dass es ein Zusammenhang ist, dass Unternehmen mit guter Governance halt irgendwo auch in der Lage sind, Impact zu bringen oder eben eine bessere ESG? Muss man erst die Governance von Unternehmen verbessern, um hier weiterzukommen? Was sind eure Erfahrungen? Darf ich dazu vielleicht anfangen? Prima. Also unsere Erfahrung ist grundsätzlich, dass gute Unternehmensführung und eine positive Wirkung da sehr gut funktioniert, wo das Geschäftsmodell nicht wesentlich tangiert ist. In dem Moment, wenn Sie anfangen, wesentliche Hotspot-Analysen zu betreiben, Lieferketten zu analysieren, beispielsweise im Rohstoffabbau oder bei Halbleiterfirmen, die globale Lieferketten aufweisen, wird es schwierig und zuweilen auch kompliziert, mit den Konzernen selber direkt eine positive Veränderung bewirken zu wollen. Unsere Erfahrung ist, dass klassische CSR-Themen, also all das, was in Unternehmensberichten aufgeführt wird, bereits durchaus mit einer guten Governance besser gemacht werden kann und verbessert werden kann auf Investorensicht, auf ESG-Rating-Sicht, da wo finanzielle Materialität fehlt und es wirklich um das Thema Menschenrechte geht, um das Thema Lieferketten, sehen wir den Zusammenhang zur guten Unternehmensführung noch nicht so. Spannende These, das provoziert etwas. Matthias, wie ist eure Erfahrung? Ja, vielleicht muss man hier wirklich unterscheiden zwischen größeren etablierten Unternehmen und kleineren, erst seit kurzer Zeit an der Börse quotierten Unternehmen. Wir spüren hier, dass gerade wenn man auf die Produkte und Dienstleistungen schaut und die eine positive Wirkung erzeugen, dass das auch im Management schon eine positive Attitude gibt, wie man ein Unternehmen führen kann. Aber Sie haben vielleicht auf der Governance-Seite noch nicht die Struktur, dass Sie auch bei den ESG-Ratings wirklich dann top geratet werden. Und da kommt dann wirklich unser Engagement auch ins Spiel, dass wir mit den Unternehmen sagen, okay, ihr habt ein super Produkt, das hat positive Wirkung auf Umwelt und Gesellschaft, aber könnt ihr noch das und das mit reinnehmen, Lieferkette war ein Thema und so weiter und so fort. Also da kann man wirklich auch eine Dynamik entwickeln. Aber ich denke, das ist wirklich ein Weg, gerade für kleinere, weil es doch auch ein rechter Aufwand ist. Ja, aus Schweizer Sicht den Zusammenhang zwischen einem guten G und danach ein starkes E und S würden wir jetzt nicht direkt bestätigen, weil es gibt wirklich viele Beispiele, im Schweizer Markt zumindest, wo optisch gesehen ein eher schlechtes G haben, wo Familien geführt sind oder im Familienbesitz sind, wo duale Share-Strukturen haben, wo Stimmrechtsbeschränkungen herrschen, wo optisch eben das G nicht so stark ist. Aber durch das, dass die Familie das Thema Nachhaltigkeit sehr ernst nimmt und ins Unternehmen bringt, die in den Bereichen S und E sehr viel machen. Wir denken da zum Beispiel an Roche oder die kleinere Firma Bossard, wo das bei uns so rüberkommt. Handkehrum haben wir andere Unternehmen, die haben eine vorbildliche Corporate Governance, die sind bei den Corporate Governance Score ganz weit nach vorne. Ein Beispiel ist in der Schweiz ist Lonza, wo dann aber gleichzeitig in x Kontroversen verstrickt ist über Giftabfälle oder CO2-Ausstoß, wo wir dann sagen müssen, der direkte Zusammenhang
zwischen einem guten G und einer gelebten starken S und E sehen wir jetzt nicht gegeben. Ja, ich bestätige, was meine Kollegen gesagt haben. Man muss ein bisschen nuancieren. Die G-Kriterien sind manchmal ein bisschen stur und ein bisschen, ja, ein bisschen stur. Oder, und ein Familienunternehmen ist dann, oder ein Startup, eine neue Firma, die auf der Börse kommt, hat logischerweise andere Anforderungen als eine mature Firma, die schon jahrelang und sehr groß ist. Und da die Best Practices von Governance haben ein bisschen die Schwierigkeit, das zu unterscheiden. Und wenn man das ein bisschen nuanciert, dann merkt man schon, dass die Korrelation relativ hoch ist. Oder wenn man diese Governance-Aspekte ein bisschen anders anschaut, dann sieht man, wenn man mehr von dem Gedanken, von einer Philosophie spricht, von einem Weg, wo in der Firma durchgeht, oder dass manchmal, wenn sie börsenkotiert wird, ist die Governance, wenn sie von einem Führer noch geführt ist, oder mit die Share-Strukturen, das ist von der Governance-Seite immer sehr schlecht angesehen. Aber wenn diese Personen, wenn das Management die richtige Richtung nimmt, dann diesen Weg, diesen Journey zu machen mit den Firmen, auch als Engagement-Partner, sind meistens sehr gute Investitionen, auch Firmen, die dann positiven Impact zeigen können. Vielleicht noch kurz was ergänzen. Ich glaube, wir haben es in vielen Branchen natürlich auch mit einem Zielkonflikt zwischen E und S nun mal zu tun. Wenn Sie an die Solarbranche denken, dann hat es ein oftmals fantastisches E-Rating. Die soziale Seite aufgrund der Lieferketten-Thematik in Xinjiang und der Region der Uiguren lässt nun mal momentan oftmals nichts anderes zu, als dort das Polysilikon zu beschaffen. Und da kann das Governance eben auch nur bedingt darauf Einfluss nehmen, weil das sind Themen, die lassen sich oftmals natürlich auch nur politisch lösen. Insofern muss man immer auch in der Frage auf den Zielkonflikt zwischen E und S hinweisen, denke ich. Ja, spannende, differenzierte Perspektiven. Wie ich hier mit der Grafik deutlich gemacht habe, die unterschiedlichen Impact-Ebenen, hier wird deutlich, dass gerade im liquiden Bereich durch Screening wenig Impact erzielt werden kann, wenn letztendlich nur die Aktie der Bond halt irgendwo zum nächsten Investor wandelt. Engagement dagegen kann hier auch konkret Einfluss ausüben. Alle der Akteure sind im Engagement aktiv, von daher finde ich es jetzt auch nochmal hier spannend, eure Erfahrungen auch irgendwo konkreter anzustellen. Dominik, ich denke, ihr seid wahrscheinlich diejenigen, die mit dem Thema Engagement auch schon am längsten unterwegs seid. Habt ihr die Erfahrung jetzt, dass sich in den Jahren, seitdem ihr Dialog mit den Unternehmen führt, die Rollen sich geändert haben? Reagieren Unternehmen anders? Ist es eher eine Konflikt-Situation, dass ihr halt irgendwo als Aggressor wahrgenommen wird? Oder ist es sogar eine Chance, dass Unternehmen hier auch das Potenzial drin sehen, euch als Begleitung zu nutzen? Ja, es ist eine große Chance, dass das Thema Engagement bekannt ist, auch von den Investoren. Es war vor 20 Jahren nicht der Fall. ESG war mit Ausschluss verbunden und mit Exklusionen und Best in Class. Und heute merkt man mehr und mehr, dass besonders wenn man in Aktien investiert, ist eigentlich Engagement die Hauptstrategie, wo man etwas durchführen kann und etwas erreichen kann. Ich kann das vielleicht illustrieren mit dem Beispiel von BKW. Es ist eine Firma, die ist, haben wir schon 5 Jahre in unserem Cadmos Swiss Engagement Fonds, auch im NSCA Infrastrukturfonds. Die hat die schlechteste Note von den Utilities, von den meisten Ratingagenturen. Oder? Diese Firma, die kennt ihr wahrscheinlich, Bernische Kraftwerke, die ist von dem Kanton Bern als Hauptaktionär von dem Kanton geführt und ist von der Transparenz her absolut katastrophal. Also die haben nur deutsches Reporting, oder? Und die Agenturen MSCI, ISS, die haben die Leute in Indien, oder? Die machen diese Analysen von BKW und sie haben immer noch, BKW produziert Kohle und Nuklear, obwohl sie sind gerade dran, Mühleberg abzubauen.
Und wenn man als Investor denkt, muss man in 5 Jahre denken. 5 Jahre in die Zukunft, nicht 5 Jahre zurück. Und da haben wir BKW Jahr für Jahr getroffen und haben gesagt, ihr müsst jetzt langsam das auf Englisch publizieren. Ich meine, und dann kommt die Taxonomie und dann kommt andere Regelungen. Und da merkt man, dass man mit einer kleinen Schweizer Firma, die eigentlich nur sich verbessern möchte und die eine Strategie hat, die auf der Transition klar ausgerichtet ist, mindestens in einem 4-Jahren Zeithorizont, dann können wir mit dieser Firma sprechen und sagen, okay, sie müssen schneller unterwegs mit dieser Transition. Sie haben noch Investitionen in Kohlenkraftwerke in Deutschland, da haben wir ihnen klar gesagt, dass ihr das verkaufen müsst. Wir haben gemerkt, dass bei anderen Investitionen, sobald Utilities ihre Kohlenkraftwerke verkauft haben, haben die Kurse über 10 oder 15% gestiegen, obwohl sie sie ganz billig verkauft haben, weil niemand will sie heute. Aber trotzdem, es ist ein Legacy, es ist ein Gewicht für die Firmen. Und so kann man das Aktionär, selbst wenn man klein ist, aber wenn man die Expertise reinbringt, wenn man nicht Anforderungen habt für den nächsten Quartal, sondern wenn man als 5 Jahre Investor da kommt, oder buy and care, buy and hold, das ist ja die Idee, man möchte 5 Jahre investieren, dann ist man bereit, dass die Firma jedes Jahr einen Schritt weitermacht und man erzielt nicht sofort die Primus inter pares in ESG-Noten. Matthias? Also ich finde das ein anschauliches Beispiel, das du aufgeführt hast. Wir haben ähnliche Erfahrungen gemacht im Zusammenhang mit unserem Impact Reporting, das wir für unsere Fonds aufgebaut haben. Da gehen wir auch konkret auf die Firmen zu und wollen quantitative Daten abfragen für unsere KPIs. Und ein wichtiger KPI für uns sind diese sogenannten Avoided Emissions. Eben neben diesen Carbon Footprint, welcher irgendwie so statisch ist und nur die Emissionen darstellt, wollen wir gerade auch für die Produkte und Dienstleistungen eben auch zeigen, was vermeiden die Produkte. Eine Windturbine, die verbraucht zwar CO2, wenn sie hergestellt wird, aber ein Vielfaches davon vermeidet sie, wenn sie nachher installiert wird und normalen Netzstrom vermeidet. Und da gehen wir auf die Firmen zu. Und da ist eine amerikanische Firma beispielsweise auf uns zugekommen, die ist im Softwarebereich tätig, Design, Entwicklung und so. Und die haben gesagt, ja, ist ein interessanter Ansatz, aber könnt ihr uns helfen, da irgendwie vielleicht Beispiele zu bringen, wie wir eben auch CO2 vermeiden? Durch das, dass die Entwicklungsphasen kürzer sind, durch das, dass man sehr viel am Computer arbeiten kann, weniger Prototypen herstellen kann. Also da sind wir auch im Dialog und haben den Firmen geholfen. Und nächstes Jahr konnten die uns ein paar Praxisbeispiele mit Daten liefern, wo sie eben aufzeigen können, wie sie CO2 vermeiden. Und das sind so wirklich langsame Schritte, aber man muss wirklich als Experte da den Unternehmen helfen. Und ich sehe auch Aggressor, das sehe ich als das falsche Wort, sondern wirklich gemeinsam da in die richtige Richtung zu gehen. Und dann kann man was erreichen. Also eher die Dialogform. Jetzt habe ich einfach nochmal die Frage, bei euch ist es ja wahrscheinlich so, dass x verschiedene Gespräche zwischen Analysten im Asset Management und Firmen stattfinden und da einfach für mich irgendwo ist nicht ganz klar, wo ist der Unterschied, ob ich jetzt ein Analystengespräch führe oder ein systematisches Engagement. Also die Frage gerne an euch beide, weil okay. Eben nur kurz an Matthias und dann gerne auch. Nein, für uns ist das ganz klar systematisch und mittlerweile sind das meistens Gespräche zwischen dem ESG-Spezialisten, dem Impact-Spezialisten und dem Finanzanalysten. Das können wir nicht trennen. Wenn wir die Leute im Kontakt sind mit den Firmen, dann gehen wir gemeinsam. Intern bauen wir die Expertise auf, auch gegenseitig. Und das sollen nicht zwei verschiedene Gespräche sein, sondern da gehen wir systematisch eigentlich gemeinsam mit dem gesamten Fragenkatalog auf die Firmen zu. Und das hat eigentlich sehr gut geklappt. Aber für mich heißt Engagement immer noch irgendwo ein systematischer Prozess, bei dem Ziele eingefordert werden, bei dem halt auch überprüft wird, wie weit Ziele eingehalten werden und zur Not dir investiert wird. Ist das dann möglich, wenn ich irgendwie parallel einen Finanzanalysten dabei habe, der eigentlich irgendwo
Volvo nicht an einer Deinvestition, sondern letztendlich an einer Investition interessiert ist? Nein, also du musst dir vorstellen, wir sind ja ein kleines Team von 9 Leuten. Da sind die Finanzanalysten auch schon sehr, sehr weit, was ESG anbetrifft. Und da können wir wirklich mit den Leuten auf so einen mit den Firmen auf so einen Weg gehen, wie ich das vorher erklärt habe. Und gerade was unsere Wirkungsziele anbetrifft, da haben wir mit den Firmen ganz klare Ziele vereinbart, was wir erreichen wollen. Also das ist sehr systematisch. Ja, jetzt. Also bei uns ist es, wenn ich kurz. Ja. Bei uns bei Z-Capital ist es wirklich so, dass der Finanzanalyst auch die ESG-Analyse macht und Engagement. Das spricht. Dass wenn wir sind auch in BKW investiert, ich bin auch gerade der Analyst dazu, finde ich gerade ein gutes Beispiel, also die Finanzchef und auch der CEO, Frau Thoma, die haben wir 3-4 Mal im Jahr getroffen, in Zusammenhang mit der Finanzanalyse, aber jedes Mal in diesem Meeting werden auch ESG-Themen besprochen und was schön zu sehen ist, dass die Zeit, die auf ESG-Themen verwendet wird, immer größer wird und in der Diskussion, also ist mir einfach jetzt der Punkt, ist halt schwierig. Ja, über Engagement kann man was bewegen, wenn die Firmen offen sind und auch zuhören und was bewegen wollen. Das ist dann schön zu sehen. Jetzt für uns als Investoren ist natürlich der Impact schwer zu quantifizieren, oder? Jetzt, warum bewegt sich die BKW? Wegen Dominik oder wegen Felix? Es ist schön zu sehen, dass es mehr Investoren gibt, die Firmen dazu auffordern, sich zu bewegen in verschiedenen Themen. Aber die Quantifizierung ist natürlich dann schwer. Und hast du den Eindruck, dass eure Eingangstür jetzt durch die mitunter auch größeren Positionen in bestimmten Nebenwerten auf jeden Fall auch irgendwo überhaupt möglich ist? Oder warum ist es überhaupt eine Chance, dass ihr Dialoge mit Unternehmen führt? Also auf unserer Sicht, das sehen wir schon, dass bei den Nebenwerten, wo wir stark positioniert sind mit unseren verwalteten Vermögen, da haben wir natürlich viel besseren Zugang als zu einer Roche und Novartis, wo wir ein kleinerer Player sind. Das merkt man schon, oder? Wenn man bei einer Firma ein relevanter Investor ist, dann trifft man die Führungskräfte auf regelmäßiger Basis und da kann in den Gesprächen wird dann Engagement betrieben und das. Das hilft dann schon, wenn man ein großer Investor ist, relativ, oder? Ja, aber Dominik, wie schafft ihr es vielleicht, an den Nestle ranzukommen? Ja, wir haben, wie gesagt, 2006 haben wir die Strategie angefangen und da war Engagement nicht für uns völlig unbekannt. Und heute noch sind die meisten Engagement-Aktivitäten sehr stark auf Englisch sagt man das Stick, oder man kritisiert etwas und man schlägt drauf, oder? Und damals waren wir gezwungen, nur mit the carrot zu arbeiten, also mit einer Motivation, die Firma zu bewegen. Und wir haben da die Strategie gewählt, Experten in diesem Engagement-Gespräch einzubringen, die wirklich die Firma zeigen kann, what's the low-hanging fruit, was ist der nächste Schritt, das sie machen kann, um ihre ESG-Qualitäten zu verbessern. Das kann vielleicht an Bord sein, ganz, ganz Governance- und Transparenz-orientiert. Und für uns haben wir seit Anfang immer gesagt, okay, es muss ein spezielles Meeting sein, wo wir nur über ESG sprechen, zusammen mit den Finanzanalysten, logischerweise. Und dann kommen wir mit diesem Meeting mit Gaps und Recommendations. Also es ist nicht ein Q&A, wo man so Fragen stellt, man kommt mit Gaps und Recommendations. Und die werden ganz klar vorgestellt zu der Firma und dann kann man das nächste Jahr schauen, ob diese Recommendations durchgeführt worden sind. Und da kann man das ein bisschen messen, aber es ist schon richtig, dass es bleibt ein bisschen eine qualitative Messung, aber trotzdem, man kann sehen, ob die Firma auf einen Fortschrittspfad ist oder nicht. Merci. Jetzt noch die spezielle Frage an Herrn von Sahnbeck. Sie haben von investigativem Engagement gesprochen, also nochmal eine zusätzliche Perspektive. Investigatives Engagement, was aggressiv oder konstruktiv sein kann. Was heißt das jetzt? Ja, was heißt das? Also erstmal vielleicht vorweg auch, ich denke schon, teile auch Ihre Auffassung, dass es ein Zielkonflikt sein kann, wenn man Engagement betreibt und einen Finanzanalysten mit dabei hat, weil Sie sagen das ja völlig zu Recht, der Finanzanalyst möchte investieren, das Engagement sieht das vielleicht kritischer. Das wollte ich noch mal dazu sagen. Investigatives Engagement bedeutet für uns,
dass wir uns auf Themen fokussieren, die bis jetzt noch keine finanzielle Materialität haben. Wenn Sie heute ESG-Ratings anschauen, dann finden Sie ausschließlich Kontroversen in der Regel vor, die auch einen direkten finanziellen Bezug haben. Jetzt ist die Regulatorik in Deutschland mittlerweile so weit, dass wir ein Lieferkettenstandortgesetz ab 1. Januar 2023 vorfinden werden, in dem auf der ersten Stelle der Lieferkette finanzielle Sanktionen folgen und auf weitere Stufen in der Lieferkette auf Verdacht hin recherchiert wird. Und wir sehen uns in dieser Funktion auch als verantwortungsvolle Investoren, möglicherweise mit den Unternehmen, mit den ESG-Rating-Agenturen darauf hinzuweisen, welche nicht finanziellen Risiken zukünftig zu finanziellen Risiken werden könnten. Das ist der eine Punkt des investigativen Engagements. Und das andere sind eben sogenannte, wir sagen dazu Orphan Issues, also Themen, die nicht wirklich in der Popularität bekannt sind, jedoch für uns eine Wesentlichkeit besitzen. Ich hatte jetzt gerade schon eingangs mal das Crypto-Mining erwähnt. Für uns ist das ein sehr großes Thema momentan in der Halbleiterindustrie. Wie positionieren sich Halbleiterfirmen in Bezug auf den Verkauf von diesen Chips an die Mining-Hersteller? Sind sie sich auf die ökologischen und sozialen Folgekosten überhaupt bewusst? Und das sind eben Themen, die wir gemeinsam im Investorennetzwerk Shareholders for Change erarbeiten und uns darauf konzentrieren. Das heißt also, investigativ vor allen Dingen dahin zu gehen, wo ansonsten möglicherweise niemand so genau hinschaut, mit NGOs gemeinsam zusammenzuarbeiten. Und das passiert natürlich ganz häufig in der Lieferkette im globalen Süden, da wo die ESG-Rating-Agenturen auch keine Informationen von den Unternehmen direkt bekommen. Merci. Jetzt will ich Ihnen die Gelegenheit geben, eigene Fragen zu stellen. Welche Frage brennt Ihnen auf den Nägeln? Ja, gerne. Also die Frage ist so ein bisschen, also jeder hat einen tollen Ansatz und macht das auch zum Teil schon sehr lange. Ich frage mich so einfach, wie glauben Sie, dass es mehr bringt, wenn man halt die verschiedenen Firmen und zum Teil auch die gleichen Firmen einfach immer wieder von allen Seiten, ich sag mal, belästigt, aber im guten Sinne, damit die ja merken, das ist wichtig. Also dieses punktuelle immer wieder Nerven von möglichst vielen. Oder wäre es sinnvoller, man tut sich halt zusammen und hat dann auch mehr Gewicht und Haut und Haut. Also was spricht dafür, was spricht dagegen? Oder muss es eben genau beides geben? Also für uns ist es nicht ein Entweder-Oder, sondern wir haben ja jetzt sehr stark von unserem eigenen Engagement gesprochen, aber ich habe vergessen zu erwähnen, dass wir auch mit einem Engagement-Provider, wie man so schön sagt, auch ein kollaboratives Engagement macht, wo wirklich verschiedene Asset Manager gemeinsam über einen Engagement-Provider Druck aufübt oder ein Unternehmen mit einem Unternehmen sich engagiert, wo man wirklich das gemeinsam unternimmt, wie Sie das erwähnen. Also für mich gibt es wirklich beide Lösungen. Es kommt darauf an, mit den Engagement-Providern, da gehen wir mehr so allgemeine Dinge an, Corporate Governance, solche Dinge, wo wir uns jetzt nicht als Experten fühlen. Und wenn es um unsere eigenen Impact-Themen geht, wo wir auch unsere Expertise haben, wie eben Avoided Emissions oder andere Dinge, wo wir dann auf Augenhöhe mit der Unternehmung uns austauschen können, da ist natürlich ein direktes Engagement sehr, sehr effektiv. Es gibt vielleicht ja dann auch unterschiedliche Meinungen, in welche Richtung sich ein Unternehmen bewegen sollte. Jetzt ein hypothetisches Beispiel wie der BKW. Dominik fordert den Verkauf des Kohlekraftwerks, wäre sicher gut für den Aktienkurs, sehen wir auch so. Aber ist dann die Welt besser gemacht worden, wenn es einfach verkauft worden ist? Gibt vielleicht Investoren, die meinen, ja, das ist besser, es bleibt bei der BKW und die guckt, dass es möglichst gut geführt ist und sauber geführt ist. Ist natürlich dann schwierig, wenn man sich zusammentut. Ja, vielleicht können wir ja nochmal über Stimmrechtsausübung sprechen, weil das gehört ja auch zum Thema Impact dazu. Also im Bereich auf die Frage jetzt denken wir schon, dass es sehr sinnvoll ist, wenn man kollaborativ auch Stimmrechte gemeinsam bündelt im Investorennetzwerk. Es gibt ja diverse Akteure in der Schweiz, die das auch gemeinsam machen. Und das ist für uns, was mit Blick auf die Hauptversammlung eigentlich der einzige Weg, tatsächlich dann auch Mehrheiten irgendwie organisieren zu können, die dann sichtbar sind.
Und was das unterjährige Engagement anbetrifft, kommt es sehr stark, glaube ich, aufs Thema an. Wenn Sie also CSR-Themen engagen, dann können Sie das sehr gut alleine machen, weil dafür hat das Unternehmen auch unserer Erfahrung nach in der Regel ein deutlich offeneres Gehör, als wenn das Themen sind, die jetzt eben auf Geschäftspraktiken aus sind, die nicht unbedingt im CSR-Bereich verankert sind. Ja, diese Komplementarität ist sehr wichtig. Wir zum Beispiel sind ein sehr aktiv Portfolio Manager. Wir haben 30, 40 Firmen pro Fonds. In der Schweiz haben wir kein Holcim, wir haben kein Credit Suisse. So machen wir kein Engagement Business Firmen. Es ist wichtig, dass andere Leute dieses machen und wir sind Teil Netzwerks. Es gibt zum Beispiel Climate Action 100 Plus, eine große Koalition von Investoren weltweit, die ganz gezielt auf Themen reingehen und ganz präzise Anforderungen an den Firmen setzen. Und da gibt es viele Firmen, die wir nicht Investoren sind, die sind ein bisschen stur. Die wollen das nicht machen. Und das ist der einzige Weg, ist eine große Menge und einen großen Druck auszuüben, dass diese Firmen sich dann vielleicht langsam in die richtige Richtung bewegen. Und deshalb ist diese Komplementär extrem wichtig, oder? Den Alleinweg, weil es ist auch wichtig, dass man als Kleininvestor, als Großinvestor, als Fonds, als Versicherung alle den Firmen sagen, wir wollen, dass ihr als Firma in diese Richtung geht. Okay, klar gibt es Nuancen. Es gab ja auch Nuancen in der Finanzanalyse, oder? Es gibt nicht dieselbe Finanzanalyse, warum sollte dieselbe ESG-Analyse und Ambitionen geben? Aber es ist wichtig, dass dieses Signal jetzt ganz stark zu einer Firma signalisiert wird, sodass sie natürlich sich schneller in diese Richtung bewegen. Ich befürchte, die Zeit rennt. Ich hatte mehr Fragen überlegt, von daher muss ich jetzt mir eine intelligente Kombination der Fragen als Abschlussrunde vornehmen. Ja, ich denke mal, das Thema Impact Washing ist ja ähnlich präsent wie Greenwashing. Und im Thema Impact gibt es ja schon noch die unterschiedlichen Dimensionen, das häufig verwischt wird. Was ist der Company Impact, das, was die Unternehmung direkt verändert, und wie weit ist der Einfluss des Investors daraufhin irgendwie zurückzuführen, der Investor Impact? Und ja, die Frage einfach jetzt, was tun Sie jeweils in Ihrem eigenen Kontext und wo halten Sie eigentlich so die grundsätzliche Lösung für sinnvoll, sei es jetzt eben Selbstregulierung, Regulierung, um hier halt auf einer übergeordneten Ebene weiterzukommen. Wer möchte die Abschlussrunde beginnen? Vielleicht kann ich hier gleich beginnen. Also ich muss das vielleicht vorwegnehmen, dass die Leute nochmals sich bewusst sind, dass Impact Investing ja aus dem Private Market kommt. Das waren wirklich diese direkten Investitionen in Schulen in Afrika und so weiter, wo man diese direkte Additionalität hat. Aber die Herausforderungen, die die Welt vor sich hat, sind so groß und da braucht so viel Finanzkapital, dass nun auch eben Gedanken gekommen sind, dass man Impact Investing auch im Listed Equity Bereich machen kann. Und da gibt es ja auch ganze Vereinigungen. Ich nenne da die Global Impact Investing Network, das GIN. Da sind wir aktiver Teilnehmer. Da gibt es eine Arbeitsgruppe, welche sich gerade mit dem Bereich Impact Investing im Listed Equity Bereich beschäftigt. Also da geht es darum, dass man sich selber gewisse Richtlinien setzt. Was ist jetzt Impact Investing in dem Bereich? Wir haben auch selber ein White Paper darüber geschrieben, um eben genau aufzuzeigen, was ist der Investor Impact und was ist dann der direkte Impact der Unternehmen mit ihren Produkten und Dienstleistungen. Also ich glaube, das ist wirklich eine dynamische Entwicklung und da muss man auch offen sein, man muss transparent zeigen, wie ist der Ansatz, den man durchführt, und ich glaube, dann kann man dem Vorwurf Impact Washing natürlich ausweichen. Ja, wenn ich gerade weiterführen kann, drei Regeln für uns, das ist Transparenz, Transparenz und Transparenz. Und je weniger wir transparent sind als Industrie, je mehr wird die Regulierung uns das fordern. Aber die EU wird es diesen Weg, die Schweiz diesen Weg, Deutschland und Frankreich noch andere Wege. Und deshalb für einen Fonds ist es für uns primordial, und das machen wir auch schon seit 10 Jahren, die Investitionen aufzuzeigen, die man macht, wie man abgestimmt hat und wie man das Engagement gemacht hat. Und nicht nur die Nice Stories, auch zeigen, welche Firma uns nicht zugehört hat. Das ist sehr wichtig für die Transparenz. Mhm.
Und dann, wenn wir diese Regeln spielen, dann können unsere Investoren selber entscheiden und sagen, okay, dieser Fonds entspricht, was ich will, oder dieser geht nicht weit genug für mich nach meinen Anforderungen. Und dann werden wir für die Regulierung das Leben einfach machen und für uns auch. Vielleicht noch ein Wort zu Transparenz. Das gilt nicht nur für Equities, das gilt auch für andere Asset Classes. Wir haben vor kurzem einen innovativen Goldfonds, Swiss Positive Gold, lanciert. Und da auch, es ist sehr schwierig, Impact positiv mit Goldindustrie zusammenzubringen. Da haben wir uns auch schon ein erstes Milestone für die Transparenz, von wo wird das Gold geschafft, wie, welches Impact. Das sind alle Sachen, die wir als Industrie noch in den ganz Anfang Schritte sehen. Und deshalb diese Greenwashing- und Impactwashing-Debatte. Merci. Ich bin bei der Transparenz ganz bei Ihnen. Es braucht aber auch Qualitätskontrolle. Wir sind deshalb ein großer Fan von Qualitätskontrollsiegeln, wie beispielsweise das FNG-Siegel, wo man in der Lage ist, tatsächlich dann auch zu sehen, was leistet ein einzelner Anbieter. Und darüber hinaus ist es sehr wichtig, auch auf Anbieterebene zu schauen, was passiert jenseits des Produktangebots. Wir sind jetzt ein Sozialunternehmertum, geben 15% unserer Umsätze in eine Stiftung ab, die wiederum in Programme und Projekte im globalen Süden ohne Eigentumsansprüche Dinge finanziert. Und ich glaube, es ist generell mit dem Thema Impact Washing ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass man anschaut, mischt der Produktanbieter nachhaltige Geldanlagen einem sonst fremden Kerngeschäft bei oder ist das der Fokus der Unternehmung? Also bezüglich Impact Washing sind wir der Meinung, dass über das Engagement, das wir ja alle machen, haben wir einen positiven Impact bei den einen oder anderen Firmen. Da sind wir überzeugt, darum machen wir das auch. Aber dafür, dass man ein Finanzprodukt als Impact-Produkt anpreist, braucht es aus unserer Sicht mehr und das geht in die Richtung der Quantifizierung. Wir sind der Überzeugung, wir können nicht quantifizieren, was wir für einen Impact haben auf die Firmen. Und darum sehen wir davon ab, unseren ESG-Fonds als Impact-Fonds zu labeln. Und wir sehen natürlich, dass dieses Impact-Washing, vor allem jetzt auch in der Schweiz bei der FINMA, ein großes Thema ist. Die neuen Leitplanken, die sie gesetzt haben, gehen ja in diese Richtung, dass den Kunden nicht zu viel versprochen wird. Und wir denken da die Regulierung, es braucht Regulierung, aber jetzt von der FINMA, die ersten Vorstöße gehen aus unserer Sicht in die richtige Richtung. Und es ist schön zu sehen, dass gewisse Firmen auch schon gerügt worden sind, dass sie ihre Finanzprodukte oder den Impact ihrer Finanzprodukte zu positiv dargestellt haben. Herzlichen Dank. Ich denke, das ist ein wunderbarer Abschluss. Viele der Aspekte, die Sie jetzt hier gehört haben, die sich die einzelnen Anbieter auch als Qualitätsstandard setzen, können Sie nutzen, um halt irgendwo auch seriöse Anbieter und Ansätze auch am Markt zu identifizieren. Ich denke, das ist eine tolle Handreichung, Transparenz, aber auch einzelne Inhalte, die ich jetzt hier gehört habe. Ansonsten ist natürlich auch sind flankierende Rahmenbedingungen sehr wichtig und dort ist die Schweiz natürlich auch zunehmend dabei, hier im Markt Akzente zu setzen. Auch ich habe die FINMA hier sehr produktiv oder sehr kritisch erlebt. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, für das Interesse, auch die paar Minuten länger noch hier auszuharren. Ich fand es eine sehr fokussierte Debatte. Vielen Dank, dass Sie sich auch kurz gehalten haben, dass wir so viele Facetten hier betrachten konnten. Ihnen noch einen schönen Nachmittag.